Hallo! Es ist spät am Abend, genau genommen sehr früh am Tag noch. Es sind Feiertage, Ostern steht vor der Tür und ich nehme für euch noch ein bisschen Heroes of the Storm auf und wir gucken jetzt einfach mal, was wir spielen werden. Wir spielen Warhead Junction. Bin mir noch nicht ganz sicher, was ich hier ausprobieren werde oder spielen möchte. Phoenix ist gebannt. Was für einen Helden könnten wir denn spielen? Er möchte Abathur spielen. Beladen und entsichert. Ein Versuch ist es wert. Das ist ja bitter. Wir brauchen einen sehr, 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 sehr starken Assassinen, der was regeln kann. Tracer wäre so das Erste, was mir einfallen würde. Das ist nicht gut. Wir brauchen einen Assassinen, der auch Wave Clear haben kann. Oh Mann. Falstad. Falstad ist aber gegen Illidan nicht so gut. Ragnaros auch nicht. Maltael könnte funktionieren. Wenn wir schnell genug sind, könnte Maltael funktionieren. Was vielleicht sogar zu viel. Wir könnten Malta hier ausprobieren. Wir können auch Magier spielen, aber alle Magier sind relativ anfällig gegenüber Illidan. Keltas könnte funktionieren, ist aber auch riskant. Ich glaube, ich werde Maitreya spielen. So, dann spielen wir mal eine Runde Maltael. Wir werden
Mal schauen, worauf wir spielen. Ich glaube, wir werden schon Angst vom Sensenmann spielen und von Illidan, obwohl das bringt so viel nicht. Wir schauen mal. Ich werde nach oben gehen, glaube ich. Die Schlacht beginnt. 10 Sekunden. Apokalyptischer Reiter ist auf der Map eigentlich ziemlich gut. Könnten wir mal spielen im amerikanischen Style. Aber Angst vom Sensenmann, Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen gegen Illidan bringt das nicht so viel. Ich glaube, wir spielen mal apokalyptische Reiter. Spielen das Ganze ein bisschen safe. Nicht allzu greedy sein. Wieder mal der obligatorische Mega-Lag am Anfang. Sowas von mir. Wir warten hier einfach, bis dieser Gara hier vorne ankommt. Zumindest mal ein bisschen XP holen. Nice, Illidan wieder tot. So, mal gucken, was wir spielen werden. Ich glaube, wir werden hier den Reaper-Bild spielen. Sind sie oben zu zweit, das heißt, ich kann nicht so viel machen. Sprengkopfbereitstellung fast abgeschlossen. Also mal warten, bis er das getriggert hat. Sprengkopfbereitstellung abgeschlossen. Inbesitznahme wird empfohlen. Das kann ich nicht mehr nehmen. Ich gewinne das nicht gegen die Sagara. Ich komme wieder. Aha, ist das ätzend. Gegen Sagara, ich habe jetzt schon einen Wutanfall innerlich. Gegen Sagara die ganze Zeit zu lanen, ist halt widerlich hoch 10. Das macht keinen Spaß mit Malta hier. Lieferung abgeschlossen. Feindliche Nuklearrakete gestartet. Wir versuchen dran zu bleiben.
des Todes. Zumindest das haben wir mal geschafft. Ich gehe mal runter und versuche dann ein bisschen was zu machen. Jetzt ist er nur oben. So, Asche zu Asche. Du bist zum Brunnen gegangen. Ich habe auch keine Mana mehr, ich kann da nichts mehr machen. Also sie kriegen unten die Kills. Guck mal, Level 13 werden wir den Safe hier gehen. Versuch das oben mal zu halten. Hier unten eigentlich auch gegen die Sagara zwei Lanes zogen. Sack ist hier. Jetzt ist Komi oben. Ich habe immer wieder einen neuen Besucher da. Ich glaube, Level 16 werden wir Seelensammler gehen, die Reichweite. Definitiv. Ein weiterer Soldat für die Geißel. Oh, Glück gehabt. Zerbrechlich.
Stelle Sprengkopf bereit. Wappnen Sie sich für die Inbesitznahme. Unser Gara bleibt oben und versucht da rein zu pushen. Bereitstellung abgeschlossen. Die Sprengköpfe können jetzt von Ihnen in Besitz genommen werden. Wählt ein Talent. Gegner getötet. Doppelkill. Dreifachkill. Nice. Schönes Scottish Shit von Uta. Was, wenn wir jetzt nichts spielen, dann müssen wir nicht drüber nachdenken, wie das Weg ins Jenseits spielen. War nicht ganz zufrieden mit dem Spiel bisher. Kaum Teamfights, und okay, eigentlich schon viele Teamfights, nur nicht so viele, wo ich denn halt auch unterwegs bin. Sprengköpfe ausgeliefert. Anlassen. Ausgezeichnete Arbeit. Er spielt auf den Slow. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Eigentlich sollten wir uns das Ding tatsächlich mal hier holen. Dann müssen wir nicht unseren Nuke verschwenden. Das holen wir uns ja einfach easy. Vernichtet. Wählt ein Talent. Achtung, Sprengkopf wird bereitgestellt. Hingerichtet.
können jetzt die Sprengköpfe in Besitz nehmen. Na komm. Es gab leider keine gute Anwendungsmöglichkeiten gerade. Feindliche Nuklearrakete gestartet. Ein weiterer Soldat für die Geißel. Das hast du nicht zum ersten Mal getan. Doppelkill. Erfolgreich ausgeliefert. Bereite nächste Runde vor. Schade, den Stun nicht mehr setzen können. Ich werde in die Mitte rotieren. Da drüben braucht jemand dringend ein Faustbrot. Den glaube ich, kann jetzt nicht so viel Mana verschwenden, gerade wenn wir jetzt gleich teamfighten würden. Ding nochmal gewonnen. Frostgram hungert noch immer. Gut gespielt von ihm. War, glaube ich, die richtige Entscheidung, hier Malta M mitzunehmen. Allein aus dem Grund, dass wir den Elite anderen relativ schnell tot bekommen. Man weiß ja nicht, was man da für Spiele auf der Gegenseite hat. Wenn das ein Porno-Elite dann ist, dann gut, ne? Aber ich bin zufrieden mit dem Spiel. Wir haben unseren Schaden gemacht. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten um in der Lane. Sonst ein XP gesoakt. Und in den Teamfights dann halt doch einigermaßen safe gespielt. Aber Kolyptischer Reiter ist auf der Map sehr, sehr gut. Ist auch auf Towers of Doom sehr, sehr gut. Gerade wenn man Split Push machen möchte, hat die nicht so gut funktioniert. Aber der Eli dann war nicht gut. Wie wir da gerade sehen, 1-11, das ist schon ein ziemliches Desaster. Aber ich für meinen Teil bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Spiel. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Party wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss.